bin erstaunt. Wir merken, dass wir nicht mehr ganz am Anfang der Saison stehen, dass die Ausdauerwerte schon ganz gut sind. Eine schöne Überraschung bei dem einen oder anderen Spieler schon erlebt. Die Sprungtests waren bisher eigentlich auch alle ganz solide und wir hoffen, dass wir dem Trainerteam dadurch zeigen konnten oder helfen konnten, einfach die Trainingsinhalte noch ein bisschen zu individualisieren, um die Jungs noch besser zu machen. Ja, gestartet sind wir klassischerweise mit dem Laktattest auf dem Laufband. Da sind wir einfach gelaufen bis zur, ich sage jetzt mal, Erschöpfung, haben immer wieder die Werte genommen vom Laktat zwischendurch. Und dann sind wir über Sprungtests und Beweglichkeitstests dann eben die Beinachse angegangen und haben da geschaut, okay, gibt es Probleme, gibt es Ungleichmäßigkeiten und haben dann dort eben mal Werte aufgestellt, um für später auch Vergleichswerte zu haben. Ja, ich denke, das ist wie jede Vorbereitung gehört das dazu. Ich glaube, das ist jetzt nicht das liebste Training, das ihr da macht, aber es ist schon in Ordnung, weil es ist auch einfach was einen weiterbringt, weil man einfach auch sieht, okay, wo steht man, wo muss man vielleicht dran arbeiten, einfach auch, um selber nicht so verletzungsanfällig zu sein. Und das hat dann auch immer wieder sein Gutes.